Hallo und willkommen zurück zu Age of Wonders Planetfall. Ja, und wir machen weiter, indem wir jetzt hier den Gegner zerstören. Hoffentlich. Ich habe mir zwar hier eine große Armee gebaut, aber da stirbt natürlich auch viel weg. Ja, dann wollen wir hier mal weiterziehen. Ja, das ist noch die Runde, die ich zuletzt angefangen hatte. Warten wir hier, lass mal die zusammenstehen. Die. Ja. Ja. So, da müssen wir was bauen. Dann können wir hier einen bauen. Okay. Und fertig. Ich weiß gar nicht, wie das mit denen ist. Die müssten mir ja eigentlich helfen. Aber ich weiß nicht, ob die automatisch mit in den Krieg gezogen wurden. Können wir mal nachfragen. Wird bereits Krieg? Okay. Super. Ja, das hier habe ich vergessen. Enemy operation detected. Das hätten wir natürlich jetzt hier auch nochmal aufladen müssen. Und na, das brauchen wir eigentlich nicht. Das auch nicht. Jo, den. Ach so, der eine war direkt fertig und das, ja, okay. So. Dann, ja, das haben sie anscheinend vor zu verteidigen. Da müssen wir mal die Gruppen beieinander stellen. Aber dafür sind die jetzt da abgezogen. Alles geht halt nicht. Ja, ja. So. Ja. Teleport. Keine Punkte mehr zum Teleportieren. Flup.
Oh, okay. Mit diesem Mistvieh sind die da wieder reingelaufen. Okay, da hätte ich dann wohl jemanden drin stehen lassen sollen. Naja, gut, dann müssen wir gleich mit einer Gruppe runterlaufen. Ja. Okay, jetzt sind die in die Stadt zurückgerusht. Neue Forschung. Wir haben nichts mehr. Operations primed and ready. Mhm. Gehen die runter. Teleport. Zermatscht. Dann sollten wir vielleicht auch von denen einen da hinten hinsetzen. Der hat 4000. War das der stärkste? 5000. Na, da ist auch noch einer. Hat sich versteckt. Viertausend. So, mehr können nicht am Kampf teilnehmen. Wir haben 11.000. Okay, dann benutzen wir jetzt Parasiten. Erfolgschance zu gering. Das ist ja doof. Dann nicht. Dann machen wir den. Moment, welcher war das? Jetzt der so stark war. Der. Der hatte aber sein Vieh nicht mehr. Jetzt schon. Hat da vielleicht noch jemand anders das Vieh verloren? Passt. Die haben nur 800, dann schicken wir den mal auf Seite. So, 12.000, automatischer Kampf. Da ist die jetzt auch wieder bei. Der Boss von denen. Mal gucken, ob das jetzt reicht, um das Spiel zu gewinnen.
haben auf jeden Fall gewonnen hier. Die Stadt noch nicht eingenommen, weil da immer noch wer neben steht. Ja, machen wir auch. Der ist umgefallen. Zwei meiner Helden sind umgefallen. Ah, die Zeit ist abgelaufen, Berhane. Bete und tritt vor deinen Schöpfer. Nein, das darf nicht sein. Meine perfekten Kinder, wie konntest du sie bloß aufhalten? Gnade, Aliuna, komm und rette mich. Meine unvollendete Arbeit, die herrlichen Gärten von Abra. Meine arme Berhane, wie sehr der Alpha-Strang nur dein einst so anständiges Wesen zersetzen konnte. Du hast dir zu viel abverlangt. Nicht alle Pfade führen zur Erlösung. Ruh dich jetzt aus, finde Schlaf und träume von der Wiederentstehung. Aliuna, bitte, ehe deine Truppen Berhane erreichen können, zuckt ein blaugrüner Blitz durch ihren Körper, der daraufhin leblos zu Boden fällt. Bei Würger und Speer, unsere Jagd wurde erfolgreich beendet. Doch ich kann die Dinge nicht ignorieren, die wir gerade gesehen haben. Berhane war bei ihrem Unterfangen nicht allein. Irgendjemand hat ihr die Mittel für ihr Experiment mit der Xenoseuche zur Verfügung gestellt. Und der oder dieselbe hat jetzt dafür gesorgt, dass sie zum Schweigen gebracht wird, ehe sie mehr darüber verrät. Zucken, zucken, meine Beine zucken wie das Pendel der Totenglocke. Der ist auch gerade noch mitgestorben, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Du warst siegreich. Jo. Aber tatsächlich habe ich diese Armee auch fast... Also gut, jetzt gar nicht ganz so viel hätte ich gebraucht. Die ganzen Fußsoldaten vielleicht nicht. Aber hier diese Kampftruppe, die hätte ich durchaus gebraucht, weil ansonsten wäre mein Stack of Doom nicht so groß gewesen wie ihr Stack of Doom. Das ist... selbst wenn man hier diese Hexteile hat, ist halt die taktische Komponente ist wirklich auf den eigentlichen Kampf beschränkt. Und nicht auf die strategische Karte. Bei Civilization hat man ja alles auf der strategischen Karte. Was aber irgendwo, finde ich, interessanter ist. Ja, Kampagne fortsetzen. As of today, Berhane and her morbid experiments are no more. Thus concludes my initiation as Amazon Matriarch. I know now that harsh actions are needed to protect the natural equilibrium that we Amazons bring to every world. In our gardens, bad weeds must be expunged and pests destroyed. Harmony requires sacrifice. Genau. Hier muss man gerade schauen. Ja, weiter. Ach, das war's ja schon. Mhm. Ja, damit wäre das auch abgeschlossen und das war jetzt auch härter, aber auch nicht spannender. Mora Secundus. Treffen zu einer finalen Schlacht um die Zukunft der Star Union. Ach, das hat nur einen von... Setzt nur einen von den anderen voraus. Und da kann ich jetzt auswählen, wen von denen ich durchgespielt habe, ich wählen möchte. Verstehe. Ja, das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Also, hat jeder halt seine Kampagne. Und da können wir dann, wenn die entsprechend zu Ende geführt sind...
die dann hier in dieser finalen Schlacht einsetzen. Aber dann war das mit Sicherheit jetzt auch der letzte Kampf der Amazonen, genau. Jetzt gucke ich hier mal gerade, weil ich hatte in Erinnerung, dass ich damit schon, ja, 3,4% aller Spieler haben diese Mission abgeschlossen. Also, entweder vergnügen sich die meisten Spieler dann im freien Spiel, oder man hat dann doch nichts, findet das Spiel dann doch nicht so gut, das dann überhaupt so weit zu spielen. Ich meine, das war jetzt auch auf Experte. Man hätte das ja auch auf Normal spielen können, das Achievement auch bekommen können oder auf Einfach. Aber insgesamt sind es nur 3,4% aller Spieler, die das gemacht haben. Im Gegensatz zu 8%, die davor die Mission noch geschafft haben. Winners Amazon Leader. Ja. Jetzt könnte man das hier natürlich noch so zum Abschluss spielen. Weil alles hier durchspielen ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, wie viel mir das jetzt noch gibt, sage ich mal. Und jetzt nach der Mission habe ich auch irgendwie das Gefühl, so vom normalen Inhalt eigentlich so gut wie alles gesehen zu haben. Ich meine, ich habe alle Forschungen durchgemacht. Es wurde einfach nicht spannender und das, was in den Kommentaren erwähnt wurde, das ist, finde ich, auch nicht so der Fall. Moment, ich muss mal gerade schauen. Ich bin gerade auf meinem anderen Rechner am gucken, aber diesen dämlichen YouTube Studio, das, was die auf YouTube neu gemacht haben, kann ich das jetzt gerade nicht mehr so, will nicht öffnen. Genau. Ja, so, ja, das war Philipp Links. Ich finde den genauen Kommentar nicht mehr und er war natürlich jetzt auch noch nicht so weit, als er das geschrieben hatte. Aber von wegen kleine Einheit kann man so hoch aufrüsten, dass das eine größere Einheit schlägt und so weiter. Das ist halt nur zu einem sehr, sehr, sehr begrenzten Maße möglich. Eigentlich, das hat man jetzt gerade am Ende gesehen, eigentlich ist das vollkommen egal. Also eigentlich muss man immer die fettesten Einheiten produzieren, die einfach aufladen mit Tier 3 Sachen oder Tier 4 Sachen, damit die ihre 30% zusätzlich bekommen und gut ist. Was das dann schlussendlich macht, ist in der Hinsicht vollkommen wurscht. Für den normalen Kampf muss man halt gucken, dass man da dann guckt, ja, dass man sich die Fähigkeiten theoretisch genau ansieht und so weiter, wenn man da halt das Maximum rausholen will. Und ich schätze halt mal, dass das im Multiplayer tatsächlich nötig sein wird, wenn man gegen gute, also wenn man auf Pro-Niveau spielt. Wenn man gegen andere Spieler spielt, die auch, ich sag mal jetzt, so spielen wie ich, ist das dann natürlich genauso egal. Aber man könnte natürlich dann alles extrem maximieren und beispielsweise, hey, die Waffen kann man ja auch nicht großartig umstellen. Also ich hatte da auch nur die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen. Ich hatte Laser und jetzt diesen Bio, das Bio-Zeug. Da hätte man dann vielleicht ein bisschen umstellen können, aber es ist jetzt auch nicht so, als ich die große Auswahl gehabt hätte, außer bei den Helden, die halt ein paar Waffen zur Verfügung haben. Die sie aber auch nicht mehr benutzen, wenn sie aufmounten. Also eigentlich hat man da dann auch verhältnismäßig wenige Optionen, die aber trotzdem super unübersichtlich sind. Also, ne. Ja, ich werde das letzte Ding auf jeden Fall noch spielen. Ich werde jetzt an der Stelle
mal das Spiel speichern. Vor, keine Ahnung, sagen wir mal Amazonen. Dann. Und dann werde ich hier einen Schnitt machen. Und dann werden wir einfach beim nächsten Mal das hier nehmen. Da werde ich allerdings dann die Menschen, glaube ich, wieder spielen. Wir könnten natürlich hier die anderen auch noch. Das hier wäre die Kampagne von denen. Dann wäre das wahrscheinlich auch schon durch. Wie mache ich das? Weil noch mal so ein Spiel. Ich denke mal, die Amazonen waren halt sehr auf Krieg ausgelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen ist. Ob die halt auch so eine fette Mission hatten. Weil da habe ich ja jetzt hier schon, weiß nicht, 15 Stunden, 10 Stunden an dem einen Ding gehangen. Ich habe ja auch noch nicht mal alles auf YouTube hochgestellt. Und ja, für Civilization auf. Ja. Auf normal oder langsam wäre die Zeit wahrscheinlich auch für eine Partie okay gewesen. Aber jetzt hier hatte ich eigentlich das Gefühl, dass da. Ja, man verbraucht natürlich auch viel Zeit in den Kämpfen. Das geht natürlich da auch mit drauf. Ja, was machen wir dann? Ich denke, ich werde beim nächsten Mal dann noch nicht das Enddingen machen. Ich denke mal, als nächstes werde ich mal aus der Kampagne ausbrechen und einfach mal ein normales Spiel machen, um zu sehen, wie das abläuft. Das reizt mich jetzt eigentlich am meisten erstmal. Entfernen wir uns einmal aus der Kampagne, machen ein normales Spiel. Jetzt auch keine Riesenkarte. Ich kann einfach mal gucken. Zurück. Wir machen jetzt mal neues Szenario und gucken jetzt einfach mal an, was wir an Optionen haben. Wir können genau Szenarien wählen, imperiale Welt. Nee, das machen wir alles beim nächsten Mal. Dann können wir da das wirklich von null an reingucken. Dann sage ich an der Stelle erstmal ciao. Soweit erstmal die Kampagne bis zu den Amazonen. Die Kampagne werde ich auf jeden Fall noch durchspielen. Also die letzte Mission werde ich auf jeden Fall machen. Die haben im Übrigen, Moment, kann ich auch gerade auf Steam nachschlagen. Win the Final Mission oder sowas war das. Complete the Final Campaign Mission. Haben übrigens ganze satte 1,1% aller Spieler abgeschlossen. Also. Naja. Ich bezweifle, dass die Spieler alle so unfähig sind, sage ich mal, um das auf leicht oder so durchzuspielen. Ich denke eher, dass die Leute da auch tatsächlich irgendwo einfach die Lust verloren haben. Deshalb ist es für mich eigentlich auch so ein bisschen schwer zu verstehen, wieso das Spiel so eine gute, naja, in den Reviews hatte das eine verhältnismäßig gute Bewertung. Aber die Steam-Bewertung ist gar nicht mal so gut. 74% positiv ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht überwältigend. Naja, wir machen beim nächsten Mal ein Kampagnenspiel und schauen uns das mal an und wie denn ein normales Spiel aussieht. Ob das A interessanter ist und B, ob es irgendwie anspruchsvoll ist. Weil es kann auch sein, dass man die auch einfach überfährt, ohne dass man sich alles genauer anguckt. Und ja, dann ist es sowieso eigentlich ja nicht wirklich einladend, da groß rumzuspielen, weil die Fraktionen sind zwar unterschiedlich, unterscheiden sich aber dann doch in der Kosmetik vor allem Dingen sehr stark.
Und weniger in der Spielweise, zumindest so wie ich das bisher gesehen habe, da ist das tatsächlich bei Civilization noch stärker. Da ist zwar eigentlich alles gleich, aber diese ganz kleinen Stellschrauben, die minimal die Mechaniken bei den Fraktionen verändern, die sorgen doch auch schon für eine, zumindest in einzelnen Spielbereichen, zu einem, zu unterschiedlichen Strategien. Was jetzt hier vielleicht auf Meisterniveau auch passieren wird, aber ich glaube, da werden die wenigsten Spieler hinkommen oder Interesse zu haben. Ja, wie gesagt, viel Gelaber. Ich sage erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.